Wo werden wir zusammen alt werden, ist die Frage zum Glück zwischen Gold und Rofus. Wo werden wir zusammen alt werden? Auf Elysium? Nun, das sollte einfach zu beantworten sein. Ich sehe. Nanu, was ist denn jetzt los? Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Sehr seltsam. Das liegt bestimmt daran, dass die Kugel nicht jugendfreie Szenen zensiert. Oder wir machen gerade einen Nachtspaziergang. Auf jeden Fall ist das ein gutes Zeichen. Da bin ich mir sicher. Ja. Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Wie sind die Lottozahlen von dieser Woche? Ich verstehe nicht, was das mit eurer Beziehung zu tun hat. Lass mich das umformulieren. Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Werden wir reich sein? So lottogewinnreich? Das ist doch ein Trick, oder? Aber na gut, ich guck mal, ob ich etwas in der Kugel erkennen kann. Ich sehe, dass ihr reich werdet. Ja, ich wusste es. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Was kann man sich mehr wünschen? Ein Hinweis auf die Lottozahlen vielleicht. Mehr verrät die Kugel aber nicht. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Das ist doch alles Reibach. Du hältst die Kugel falsch rum. Ich fürchte nicht. Hier, du kannst dich gerne noch einmal davon überzeugen. Können wir auf Gollum schalten, also auf die Krawallgol? Wo hast du mich denn jetzt wieder hingeschleppt? Und wer ist das Pfeifenkopfmännchen? Das ist der Seher. Wie sehr? Sehr, sehr, denke ich. Oh, ich spüre eine neue Aura. Und gleich spürst du auch noch das dazugehörige Aua. Ich habe keine Lust, mir irgendwelches Esoterik-Huppi-Fluppi anzuhören. Es ist auch mehr so eine Partnerberatung. Eine was? Komm schon, was ist lustig? Und ich wollte gerade eine neue Frage stellen. Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Wie war das gleich mit unserer gemeinsamen Zukunft? Ich sehe, dass noch ein langer, beschwerlicher Weg vor euch liegt. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Wie wäre das gleich mit dem Zusammenkommen? Wie war das gleich mit dem Zusammenkommen? Bevor ihr zusammenfindet, muss jeder von euch beiden erst einmal mit sich selbst ins Reine kommen. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück. Wie war das gleich mit unserer Wie Gesundheit? war das gleich mit unserer Gesundheit? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Siehst du immer noch große Schmerzen? Das müsstest du eigentlich. Sie kommen geradewegs auf dich zu. So warte doch. Das war nur ein Krampf. Ich werde wohl langsam zu alt für dieses Yoga. Euch wird es natürlich super gehen. Vorausgesetzt, ihr achtet auf euren Blutdruck. Irgendwie bin ich schon viel ruhiger. Wie war das gleich mit unserem Lebensabend? Wie war das gleich mit unserem Lebensabend? Ich weiß auch nicht. Die Kugel ist auf einmal ganz dunkel geworden. Das passiert sonst nie. Das ist doch Humbug. Lass uns hier abhauen. Einen Moment noch. Wie war das gleich mit unserer Gesundheit? Wie war das gleich mit unserer Gesundheit? Oh, das willst du gar nicht wissen. Glaubt mir, ich muss euch dringend raten, euch so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Also langsam macht der Typ mich echt wahnsinnig. Darf ich meine klatschen? Ja, das wäre lustig. Aber halt es noch einen Augenblick zurück.
Wie wäre das gleich mit unserem Reichtum? Wie war das gleich mit unserem Reichtum? Oh, ihr werdet reich. Reich an Erfahrung. Vorausgesetzt, ihr überlebt das alles hier. Das reicht. Das Maß ist endgültig voll. Ah! Na, was ist jetzt? Wir wollen die Lottozahlen hören. Sonst zeige ich dir gleich mal, was man alles aus Eingeweiden lesen kann. So wartet doch. Ich habe noch nicht alles gesagt. Die Kugel verrät mir die Zahlen zwar nicht, aber sie sagt, sie stehen in den Sternen. Das hilft euch sicher weiter. Bitte nicht schlagen. Wenn sich dein Tipp nicht auszahlt, dann wirst du bald Sterne sehen. Das verspreche ich dir. Okay. Dies liegt also in den Sternen. Da fällt mir doch schon direkt wieder was ein. Das Glück liegt in den Sternen. Der Guru sagte, die Lottozahlen stehen in den Sternen. Was meinte er wohl damit? Ah, vielleicht meinte er das. Moment. Der Guru hatte doch recht. 4, 8, 15, 16. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Ich muss mir das noch einmal kurz anschauen. Der Guru hatte doch... Ja. 23, 42. Jetzt tut es mir fast leid, was ich auf sein Diplom im Vorraum gekritzelt habe. Okay, das habe ich jetzt. Habe ich noch die Fackel? Nein. Moment, konnte ich irgendwie noch jetzt hier was machen? Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Dann müssen wir hatten gesagt, also wurde gesagt, hier am schwimmenden Schwarzmarkt beim Gadget Shop, wo die Rüstung abgeben. Und da war ja auch am Anfang hier dieser Lottomat. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Ich probier mal, sie aufzustoßen. Die Tür war fest verschlossen. Ja, okay. Oh, Köderfisch. Warte, das ist eine Katze, ne? Hey, was tust du da? Ich verneige mich vor Neptun. Oder ist er das gar nicht? Was? Wo? Willst du mich veralbern? Veralbern, beklauen, irgendwie sowas, ja. Haben wir jetzt einen Köderfisch? Ja. Können wir damit die Katze rauslocken? Komm, Kitty, 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 Kitty. Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Die Katze scheint sich hierfür nicht zu interessieren. Wahrscheinlich ist sie nur Thunfisch. Verwöhntes Biest. Ich finde sie süß. So klein und so weich. Du bist weich. Besonders in der Birne. Oh, danke. Können wir denn mit dem Köderfisch jetzt irgendwie die Delfine jetzt da so anlocken? Dass sie durch den Reifen springen? Köderfisch? Reifen? Geht das? Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Thunfischdose? Nix wie weg hier. Gold, ob es ein guter wäre, frei sofort nach dem schwimmenden Schwarzmarkt. Weg von Toni. Das könnte sich jetzt tödlich erweisen. Na. Ich lasse momentan meine Maus, die reagiert nicht mehr richtig. Ich brauche dringend eine neue. Komm,
Komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Was? Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. Entdeckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Wow. Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern will ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Goal? Vielleicht können wir die hier durchschicken? Die ist ja nicht so dünn. Hey, Goal! Alles gut bei dir? Tja. Passt du durch diese Katzenklappe? Hast du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Er schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. Alles klar, dann mach das mal, Goal. Ja, super. Danke, Goal. Und? Beeindruckt? Ich weiß nicht. Kannst du das nochmal machen? Ich war wohl gerade etwas abgelenkt. Vergiss es. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Das hoffe ich auch. Okay, zum Gadget-Shop. Okay, Lottomat. Lotto spielen hat nichts mit Glück zu tun, sondern nur damit, einem Wahrsager körperliche Gewalt anzudrohen. Oh. Bingo! Oh, hätte ich mir ganz aufschreiben müssen. Einen Gewinn. Shoppe mal. Hey du, ich möchte meinen Gewinn abholen. Danke. Geht doch. Torpedoausrüstung. Schredder, Bananenkrümmer? Wir haben ja ein paar Bananen. Sauber. Das war jetzt aber wirklich das letzte Mal, dass ich Mutter Natur dabei helfe, ihre Designschwächen auszubügeln. Kann das mal eine gerade Banane und normale Banane? Wir haben ja auch noch hier einen kaputten Sender. Doc, kannst du den reparieren? Ich war beim Funkmast. Der Sender ist kaputt. Woher weißt du das? Weil er verschmort am Fuße der Funkantenne lag. Tatsächlich, du hast recht. Ich erkenne ja wohl eine verschmorte Elektrik, wenn ich sie sehe. Auch wenn deine Unterschrift fehlt. Kannst du sie reparieren? Schon fertig. Und warum hat das so lange gedauert? Hauptsächlich, weil da ein Lolli-Stiel zwischen den Kontakten klebte. Auf jeden Fall funktioniert das Gerät jetzt. Es muss nur noch auf der Spitze des Funkmasts montiert werden. Ein Klacks! Okay. Aber warte mal. Ich habe schon gedacht, wir wären schon da. Okay, so jetzt aber. Einmal das Radar. Isela Obacht. Hier müssen wir auch noch was machen. Er betreibt eine Pumpe, die auslaufendes Dieselöl aus dem Wasser holt. Moment mal, das Dieselöl leckt ja aus dem Auspuff des Generators. Verblüffend. Ein geschlossenes Abwassersystem. Wir müssen irgendwie. Mit so einem Schlauch fehlt nur noch. Können wir das mit den Auspuff mit Bananen verstopfen? Da, Auspuff. Aha! Der gute alte Banane im Auspuff-Trick. Ja. Habe ich mich doch richtig daran erinnert. Boah, ich hasse diese Maus.
konnte man gar nicht sehen. Das ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Aber was soll's. Alles, was ich jetzt noch brauche, ist eine Möglichkeit, das Öl da rauszubekommen. Okay. Mit so einem Schild. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. Ja, dann. Das ist wohl das Langweilige. Aber was soll's. Jetzt haben wir einen Dieselkanister. Sehr schön. Dann den Sender nur noch oben anbringen. Und dann wollen wir mal. Okay. Aua. Gehen wir jetzt erstmal wieder zurück. Wir haben jetzt das Diesel für diesen Generator da. Auf dem Nordpol müssen wir nichts mehr machen. Nur noch hier Porto Fisco und Isla Obot, wenn ich mich recht erinnere. Einmal Diesel in die in den Tank. So. Der Tank ist wieder voll. Zeit für etwas Turbinen-Action. Knopf. Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Ne? Einer meiner Duftbäume. Moment. Ist ja geil. Duftbäume. Ach, die Planschbecken können wir mitnehmen. Ich habe eine Idee. Können wir jetzt hier die Banane nehmen? So, dass der Typ darauf ausrutscht? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Der hat eine Krümmung gemacht. Gerade Banane? Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Ja, ja. Hey, was soll denn das? Du solltest doch... Ja. Ich bin blind. Oh Gott. Na, den Delfinen scheint es ja immerhin gefallen zu haben. Ich sag doch, dass ich was von intelligent gemachter Comedy verstehe. Okay. Können wir die dann jetzt in die Schleuse schicken? Komm, Fischi, Fischi. Was soll das denn? Na was schon? Ich befreie die armen Fische aus deiner Tyrannei. Das sind keine Fische, sondern hochintelligente Meeressäuger. Ach ja? Hey, ihr da, wer in 5 Sekunden nicht draußen ist, bleibt bei Toni. Du hast recht. Sie sind wirklich hochintelligent. Können wir jetzt mit denen schon was machen? Ah, die sind jetzt da. Da ist ja die Torpedoausrüstung. Alle drassierten Meeressäuger, die bereit sind, mit Torpedos auf meine flüchtige Freundin zu feuern. Flossen hoch! Alter. Mach Papa stolz. Gut, die haben wir. Jetzt müssen wir nur noch sammeln schnell. Den Sender fertig machen. Da habe ich aber auch schon eine Idee.
Der perfekte Platz für mein Jacuzzi. Jacuzzi? Einmal Plörre rein. Na super, aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Genau das, was mir fehlt. Auf einer Insel mitten im Meer. Okay, Duftbäume. Hm. Der Duftbaum riecht nach Weide. Ach, was soll's. Man soll eh keinen Regenschirm bei Gewitter aufspannen. Goal, magst du mal? Hey, Goal. Alles gut bei dir? Langweilig. Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge. Gehört alles zum Plan. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben in das Planschbecken stellen? Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben in das Planschbecken stellen? Ich soll mich mitten in einem Gewitter in einen Kübel Wasser stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Für wie naiv hältst du mich denn? Für wie naiv? Okay, Planänderung. Warte mal, du schaltest mich jetzt aber nicht um und fragst mein naives alter Ego, oder? Aber Goal, wer würde denn sowas tun? Ich warne dich. Nein, warte. Du ignorierst Warnungen. Ich warne dich nicht, okay? Zu spät. Mist. Tschüss. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ja. Baby Goal. Baby Goal. Hey Goal, alles gut bei dir? Nicht wirklich. Ich habe Angst vor Gewitter. Ich bin ja bei dir. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben in das Planschbecken stellen? Kannst du dich noch mal in das Planschbecken stellen? Na klar. Und jetzt? Abwarten. Wenn mein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht aufgehen. Weil du von einem Blitz getroffen wirst. Was? Bleib so, ich bin gleich wieder da. Bleib so, ich bin gleich wieder da. Schön, du bist ein echter Freund. Warten, nicht reden. Hier hast du einen Regenschirm. Dass du nicht nass wirst. Und jetzt? Abwarten. Wenn mein Plan funktioniert, wird dir schon sehr bald ein Licht aufgehen. Weil du von einem... Ja, ja. So, jetzt aber. Sender. Sender. Das dann hält jetzt klappen. Mal. Was? Ach, ja. Aua. Wir brauchen noch etwas Glück für Goal. Wir einen Gewinn. Das ist ja hier, das wirst du brauchen. Hey, wir haben ja im Lotto gewonnen. Wie standen wohl die Chancen? In etwa so hoch, wie von einem Blitz getroffen zu werden. So viel Glück, kaum zu fassen. So, jetzt aber. Sender, Funkmast, komm schon. Hey, das hat ja richtig gut geklappt. Was hat gut geklappt? Passt du denn gar nicht auf, wenn ich hier mein Leben riskiere? Sorry. Ich muss kurz geblinzelt haben. Sehr schön. Alles ist angepasst. Dann, wie sie da beobachtet. Doc, alles ist fertig. Ja, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Ja, okay. Warte mal, ich weiter. Mach dann mal. Halte mich. Wo so? Alles klar, Schiffssteuermann? Eigentlich ist Captain die korrekte Bezeichnung. Über deine Beförderung können wir später reden. Erstmal habe ich ein paar Fragen. Darf ich mal fahren? Darf ich mal fahren? Weiß nicht. Darf ich dann wie ein Verrückter herumlaufen und uns in Katastrophen verwickeln? War das ein Ja? Das war ein Verzieh dich. Wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter? Der Funkmast ist präpariert. Die Torpedodelfine sind startklar. Ich glaube, wir sind jetzt bereit, deine Freundin zurückzuerobern. So wie du das sagst, klingt das richtig romantisch. Oh Himmel. Ich fange langsam an, diese Dinge als normal hinzunehmen. Okay. Dann, wenn das fertig ist, dann sehen wir, wie es jetzt in der nächsten Folge weitergeht. Bis dahin. Tschüss.